Kennt ihr diese Tage, an denen einfach alles so richtig, richtig scheiße läuft? Bin ich ganz bei dir, Digga. Wo man sich so denkt, wieso bin ich eigentlich heute aufgestanden, wenn ich doch weiß, dass es eh komplett beschissen laufen wird? Wenn der kleine Hund einfach nervt, wenn man gerade das Video anfängt aufzunehmen oder man tatsächlich einfach rausgeht und Folgendes passiert. Ja. Richtiger Montag heute. Geht schon gut los, ja? Ganz genau, das ist mir heute Morgen passiert. Und dann habe ich mir gedacht, wisst ihr, irgendwie ist das so ein Montagsding. Irgendwie ist das so ein Ding, was immer montags passiert. Wir haben heute Montag, also würde ich sagen, schauen wir uns einfach doch mal ganz kurz an, wie es aussieht, wenn Montag ein einzelnes Video wäre, meine Freunde. Ich kann euch jetzt nur warnen, wenn ihr schon schlechte Laune habt, keine Sorge, dieses Video wird es kein bisschen besser machen. Es wird eure Laune eher verschlimmern. Falls ihr aber trotzdem Bock habt auf gute Laune, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, heute Abend um 18 Uhr meinen Livestream einzuschalten, meine Freunde. Denn da wird gelacht, ein bisschen Hihi, ein bisschen Hoho, ein bisschen Haha für alle. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal dieses wunderbare Video an, was Tobi mir hier netterweise passend zum heutigen Tage rausgesucht hat. Danke, Mann! Was soll das? Okay, guter Einstieg. Ich weiß direkt, wo es hingeht. Ist mir einmal im Restaurant passiert, war super peinlich. Nein, nein, nein. Ich weiß ganz genau, was jetzt passiert. Das Brot geht kaputt, das Brot geht kaputt. Das Brot. Ah, ah, harte Butter. Oh Gott, das ist so. Man kann es ja auch nicht mehr danach benutzen. Man kann es ja nur noch so essen. Man kann ja nichts draufschmieren. Scheibenkleister. Oh, wir hassen es, wenn der Joghurt spritzt. Ja, gut. Das ist ein Deutscher sogar. Frischhaltefolie. Oh ja, oh ja. Grüße geht raus an Kaisers. Ja. Yeah. Ja, yeah. Oder Kaufland, wie auch immer das ist. Keine Ahnung, was ist das hier? Ich weiß es nicht. Oh. Genauso schlimm, habe ich ja schon letztens im Video gesagt, wenn man diese Sticker hat auf Geschirr und man muss die abkennen machen. Es ist unmöglich, das zu machen, ohne komplett zu kollabieren dabei. Das ist insane schwer. Das ist ja sauschwer. Oh, komm schon, ein großes Stück und du hast es. Der stellt dir, also stellt dir auch wirklich dumm an, oder? Das ist doch mit Absicht, Digga. Ganz unangenehmes Ding. Oh ja, und jetzt sprudelt die Cola über. Genau, über die Hand. Und man versucht das so richtig stressig zuzudrehen, aber es ist eh schon viel zu spät, weil alles über deine Hand läuft. Nein! Dann kommen Bienen, stechen dich in die Hand und du hast eine Bienenallergie. Und dann nimmt der Lauf. Ganz genau, tolle Nummer, ja. Oh mein Gott, Alter. Jetzt brechen die Streichhölzer natürlich ab. Die brechen ab, ja. Oder die gehen gar nicht erst. Oh, die gehen gar nicht erst an. Das ist ja. Oh, jetzt sind die auch noch abgebrochen. Ja, das ist ja schön. Das ist ja toll. Mensch, ist ja nicht so, als würde es gerade allen eh schon beschissen genug gehen, weil wir die ganze Zeit drin hängen müssen. Nein! Toll! Es ist ja noch Montag heute. Okay, was. Oh, Digga, wenn das Gummi reißt. In keinerlei Hinsicht ist das eine gute Nummer. Kann ich euch wirklich nur. Ist ich. Also. Da, Digga, Klebeband ist so stressig. Gerade Panzertape. Deutsche Panzertape, einfach schrecklichste Material der Welt. Beste und schrecklichste. Fluch und Segen zugleich, wirklich. Oh mein Gott, guck mal. Was ist aber auch sein Plan, ist die Frage. Was will er denn machen? Er stellt sich ja gerade einfach nur saudumm an. Bro, das Stück ist verloren. Das Stück ist. Das kriegst du nicht mehr davon ab. Panzertape klebt am besten an Panzertape. Oh, und jetzt bricht das ab, oder? No, ich hab's in der Schule gehasst. Ich hatte wirklich mal eine Klassenarbeit, Leute. Da habe ich diesen Bleistift bis so runtergespitzt. Und der war voll, weil es immer wieder abgebrochen ist. Und weil wir mit dem Bleistift in irgendein Koordinatensystem auf Millimeterpapier was einzeichnen mussten. Ich hatte am Ende des Tages eine 5 in der Klausur. Solid. Okay, Frischhaltefolie und die zerknittert jetzt. Und er kriegt die nicht richtig raus und reißt immer so ein Stück ab. Yeah, Digga. Also ganz ehrlich, dieses Fabrikat, was wir hier zu unserer Rechten sehen, meine Freunde, ist ja wohl der größte von Frischhaltefolie, den ich jemals in meinem Leben witnessen dürfte. Also das ist ja wohl einfach eine Unverschämtheit. Ey, Junge! Mann, dann nimm dir eine Schere wie jeder normaler Mensch, Alter! Boah, das funktioniert doch eh nie. Diese Packungen funktionieren nie. Jetzt ist es wahrscheinlich noch zu kurz, oder? Ja, es ist nicht zu kurz. Es ist nicht zu kurz. Du könntest es benutzen. Du könntest es benutzen! Junge, ganz ehrlich, schmeiß diese Rolle weg. Mach es doch anständig, Mann! Kein Mensch macht so Frischhaltefolie ab! Warum gebe ich mir das? Warum mache ich mir und euch schlechte Laune? Warum? Hör doch auf, die Packung zu benutzen. Es funktioniert nicht. Es hat funktioniert. Gut, man braucht hier auch 20 Lagen. Wieso packst du den Teller mit ein? Das macht gar keinen Sinn. Ey. Oh nein, der ist leer oder verfärbt. Noch schlimmer, wenn der verfärbt ist. Noch schlimmer, wenn der verfärbt ist. In so einen ekligen Streichen. Another one. Der Streifen zieht. Boah, Junge. Boah, Alter. Enzyklopädismus. Enzyklopädismus.
Stop it. Enzyklopädismus. Enzyklopädismus sei das Streben nach universellem Wissen oder auch die Summe des Allgemeinwissens einer bestimmten Kultur. Also einfach nur Allgemeinwissen mit einem Fachwort beschrieben. Ja, sehr gut. Okay, alles klar. Machen wir weiter. Mich interessiert's eh nicht. Ja, und jetzt schwappt das so richtig über. Ja, geil. Schön auf die Tasse drauf. Und jetzt, nein. Jetzt passiert das Schlimmste. Jetzt kommt dieser Ketchup-Saft da raus. Dieser eklige Tomatensaft, der keine Freunde hat. Dieser widerliche, ganz dünnflüssige. Oh nein, da ist er. Oder jetzt gleich kommt alles auf. Oh ja, noch schlimmer. Genauso wie wenn er Senf nutzt. Und da kommt dieser eklige, dieses Senfwasser raus. Bah! Ja, es fällt zusammen. Es fällt zusammen. Das Kartenhaus fällt natürlich zusammen. Natürlich. Und er versucht jetzt nochmal. Ich kann mir das nicht angucken, ohne durchzudrehen. Ah! Ist das Olivenöl? Ist das Apfelsaft? Was kann denn da schiefgehen? Was kann denn da schiefgehen? Ja, gut. Okay, warum? 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 Das ist einfach kein Versehen. Das ist mit Absicht gemacht worden, damit ich mich als derjenige, der das Video sich anguckt, schlecht fühlt. Tut mir leid. Nein, nein, ist nicht in Ordnung. Ist nicht in Ordnung. Lass ich so nicht durchgehen. Das bist du selber schuld. Die Scheiße kannst du jetzt selber aufwischen. Ein bisschen Salz auf die Tomate. Oh ja, natürlich, weil man auch aus diesem Ding Salz genau so rausnimmt. Das Überraschungseis ist jetzt wahrscheinlich gebrochen oder sowas. Oder es bricht jetzt gleich auf. Ja, safe bricht es jetzt. Pass auf. Mit seinen fettigen Wurstfingern, Alter. Oh, wie lange habe ich kein Überraschungseis mehr gegessen? Oder ist irgendein Scheiß drin? Irgendwas richtig Dummes. Was? Was? In welchem Überraschungsei ist Blumenerde drin? Das ist mir in meinen Jahren als Kind, und ich war 17 Jahre lang ein Kind, ist mir das nie untergekommen. In welchem Überraschungsei befindet sich Blumenerde? Ja, auch noch schön aufs Ei drauf. Genau, geil. Leute, und weil es nicht genug ist, meine Freunde, wir immer noch auf 10 Minuten sind und ich auch in dieser ganzen Zuhausebleib-Aktion von irgendwas leben muss, hier gibt es nochmal ein schönes Video dazu. If Monday was a picture. Ist ja nicht so, als würde es reichen, dass wir das Ganze als Video angeschaut haben. Jetzt gucken wir uns nochmal die ganze Zeit als Bilder hier an. An der Stelle, wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu, dass die Kufen eines Helikopters am Boden bleiben und der Helikopter einfach abhebt? Die sind doch verschraubt. Die sind doch Won't be enjoying a smoothie anytime soon. Alter, sein Smoothie-Maker ist einfach explodiert und jetzt ist das alles in den Smoothie-Mixer rein. Und das ist ja, der ist jetzt komplett im Arsch. Oben diese Klinge, die guckt raus. Das sieht aus wie ein Monster, Alter. Das sieht aus wie ein Monster aus irgendeinem Horrorfilm. Und mir geht es da wirklich... Nein! 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 Ein Hund! Der die Nintendo Switch zerkaut hat. Und Akane, ich dachte schon, ich muss dich hassen, weil du ständig bei mir das Ladenkabel abkaust, du dummer Penner. Aber das ist ja nichts dagegen. Oh Gott! Oh Gott! Was? Ist der durch die Decke durchgebrochen? Ist der... Was zum Teufel? Oh nein, stellt euch das mal vor, ihr habt so ganz viel Farbe und ihr kippt komplett um und die ganze Straße ist voller Farbe. Das kriegst du ja nie wieder weg. Wie willst du das denn aufwischen, alles so viel Farbe? Wird das weggesaugt? Du kriegst dieses Farbklecks ja niemals von der Straße. Die Straße muss neu geteert werden. Alter Scheiße. Oh, ist das belastend. Oh mein Gott, ich fasse mir die ganze Zeit ins Gesicht. Warum mache ich das? Nein. Oh Mann, Alter. Dieser Baum, Blitz eingeschlagen, kracht einfach aufs Haus drauf. Oh, Junge. Und da kackt ein Vogel auf den Kaffee und auf die Hand. Was für ein Scheiß. Nein. Deutsche Getränkemarkt Horrorszenario, Leute. Oh mein Gott, ist das Scheiße. Und irgendwer muss das alles aufheben. Alles ist zusammengebrochen. Alter, someone padlocked my ear and ran away with the key. Jemand hat so ein Schloss an sein Ohr dran gemacht und ist mit dem Schlüssel weggelaufen. Das ist doch nicht wahr. Welcher Mensch macht sowas? Welcher Mensch ist so böse? Ey, Leute, das ist einfach nur... Someone didn't close the door before using an automated parking system. Die Türe, er hat sie nicht zugemacht und jetzt ist das ganze Ding hier komplett eingedellt und komplett im Arsch, die Tür. Kannst ja eine neue Tür kaufen, Alter, wenn es überhaupt eine neue Tür für den Wagen gibt. Oh, Digga, das waren Ameisen. Das waren keine. Nein, das waren keine. Oh. Stell dir mal vor, du fährst jahrelang dahin und dann ist das Bild so und genauso benebelt. Das hatten wir in Madeira teilweise. This person who left an air horn in the car in desperate sunlight. English one. Nein. Dieses Airhorn hat sich halt der Sonne erhitzt, das Gas hat sich aufgedehnt, das Ding ist vorne abgeflogen, hat die Scheibe zu brechen gebracht, Alter. Oh, Digga, das ist aber auch ein Zufall, das passiert hier normalerweise nicht, Alter. Also sorry, da muss ja jemand im Universum ganz doll hassen. Nein, da lädt jemand sein Handy und es hängt aus dem Fahrzeug raus.
Deutsche Post mal wieder Ehrenbruder hier gemacht. Einfach Double Flip, Junge. Schön ins Haus reingekracht. The Geist is trying to leave his house. Stell dir vor, du willst raus und da ist einfach ein riesiger Bohrer. Der bohrt einfach bei dir im Boden und du weißt gar nicht, was abgeht. Du willst einfach dein Haus verlassen. Du willst einfach nur dein Haus verlassen. Und hier ist auch nochmal ein riesiger Farbkanister, der umgefallen ist mit Farbe drauf. Auf ein anderes Auto. Und das andere Auto ist komplett weiß jetzt, dieser Jeep. Sieht irgendwie dope aus. Eigentlich die Straße kriegst du nicht mehr sauber. Junge, ey Leute, ist ganz ehrlich. Kids forgot to close the car doors. Oh mein Gott, diese Kinder haben einfach... Leute, ich kann mir das nicht mehr anschauen. Ganz ehrlich. Ich bin froh, dass ich heute noch meine Kabelsonne gepierst habe und mir nicht und da kann ich vielleicht ein paar Mal mein LAN-Kabel angeknabbert habe, das war's. Ich habe größt Mitleid mit allen da draußen, die heute auch einen Montag erleben, meine Freunde. Lasst uns zusammen leiden und wenn ihr heute Abend Bock habt, kommt auf jeden Fall in den Livestream. Es tut mir unglaublich leid, dass wir alle so einen schrecklichen Tag haben. Lasst uns das Beste draus machen, meine Freunde. Ich bin an der Stelle raus. Beide Videos sind in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr Bock habt und bin an der Stelle raus. Macht's gut, haut rein. Tschüss.